Hallo und herzlich willkommen bei Odo TV. Heute möchte ich euch mal wieder eine Uhr vorstellen. Ausgesucht habe ich mir diesmal die Vostok Europe Ekranoplan. Bei der Firma Vostok Europe handelt es sich um ein relativ junges Unternehmen, das bewährte russische Uhrmachertechnik kombiniert mit westlichen Ansprüchen. Herausgekommen ist dabei etwas, was sich sehen lassen kann, denn die Ekranoplan hat jede Menge zu bieten. Bevor wir uns das jetzt aber im Detail anschauen, noch mein Dank an die Firma P. Meyer GmbH, die mir die Uhr für den Test zur Verfügung gestellt hat. Werfen wir zunächst einen Blick auf die technischen Daten. Der Durchmesser der Uhr beträgt 4,7 cm. Das Gehäuse der Ekranoplan ist insgesamt 1,5 cm hoch. Von einem Ende zum anderen misst die Uhr 25,3 cm. Damit reicht die Länge aus, um sie bequem am Handgelenk zu tragen. Über der Einsatzkleidung kann sie so aber nicht angezogen werden. Das Gewicht der Uhr liegt bei satten 143 Gramm. Die Ekranoplan ist gemäß ISO 2281 wasserdicht bis 20 Atmosphären. Neben der Uhr und einer Verpackung befindet sich eine ausführliche deutschsprachige Anleitung im Lieferumfang. Schauen wir uns nun das Material der Uhr an. Das Gehäuse und die Lünette der Ekranoplan bestehen aus gebürstetem Edelstahl, welcher mit einer PVD-Beschichtung versehen wurde. Sowohl beim Boden als auch bei der Front kommt eine Mineralglasscheibe zum Einsatz. Das Armband der Uhr ist aus Silikon gefertigt. Es wird gehalten von einer Einzeldornschließe aus Metall. Gehen wir nun noch auf die Ausstattung ein. In der Uhr ist ein Vostok Automatikwerk Kaliber 2432.01 verbaut. Es besitzt eine Gangreserve von mindestens 31 Stunden. Der Glasboden gibt den Blick auf einen schwarzen Rotor, gebläute Schrauben und insgesamt 32 Steine frei. Letztere sorgen für einen reibungsfreien Lauf und eine hohe Präzision. Das Werk zeigt die Uhrzeit mit Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger an. Darüber hinaus bietet die Ekranoplan eine 24-Stunden-Anzeige im oberen Bereich des Zifferblattes. Unten befindet sich eine visuelle Tag-Nacht-Anzeige, auf der man schnell die Zeit bis zur Dämmerung abschätzen kann. Außerdem besitzt die Uhr hier eine Datumsanzeige, welche den Tag des Monats zeigt. Die Ziffern 1 bis 12 sowie Stunden- und Minutenzeiger der Vostok-Uhr sind mit grünen Tritiumröhrchen versehen. Die Ziffern 3, 9 und 12 sind mit doppelten Leuchtmitteln besonders hervorgehoben. Bei dieser Art der Beleuchtung wird radioaktives Tritiumgas zusammen mit einem Leuchtmittel in kleine Glasröhrchen verschlossen. Die Strahlung des Tritiums regt dann das Leuchtmittel an, sodass dieses Licht abgibt. Die Beleuchtung ist im Gegensatz zu klassischen Zinksulfid-Beleuchtungen dauerhaft und nimmt in 12,5 Jahren gerade mal um 50% ab. Gestellt wird die Uhr mit einer verschraubten Krone. Sie besitzt nur eine Stufe, mit der sowohl die Uhrzeit als auch das Datum eingestellt wird. Größere Datumsänderungen nehmen daher etwas Zeit in Anspruch. An der Uhr ist eine gegen den Uhrzeigersinn drehbare Lünette mit Minutenanzeige vorhanden, welche im Halbminutentakt einrastet. Kommen wir zum Fazit. Die Vostok Europe Ekranoplan hat uns sehr gut gefallen. Dabei überzeugt uns vor allem das stimmige Gesamtpaket. Ein robustes Gehäuse, gute Materialien und eine hohe Dichtigkeit sorgen dafür, dass die Uhr dem harten Outdoor-Alltag standhält. Ein großes Display, vielfältige Anzeigen und die leistungsstarke Tritiumbeleuchtung garantieren Tag und Nacht eine hohe Ablesbarkeit. Und mit ansprechenden Farben, einem schillernden Zifferblatt und dem Glasboden hat die Ekranoplan auch optisch viel zu bieten. Das tolle Automatikuhrwerk mit hoher Gangreserve rundet das positive Gesamtbild ab. Zugegeben, die Uhr ist kein Leichtgewicht am Handgelenk. Allerdings gewöhnt man sich erstaunlich schnell an das Gewicht und die Vostok Europe kompensiert dies auch mit einer hohen Präsenz. Auch preislich bleibt der Hersteller fair, denn die Ekranoplan gibt es schon ab 404 Euro.
Die von uns hier gezeigte schwarz-rote Vostok Europe Ekranoplan ist dagegen ab 444 Euro im Handel erhältlich.